Ja, ein herzliches Willkommen im Namen der Europäischen Aktionswoche für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima in der Region Braunschweig zum zweiten Teil der Online-Veranstaltung Tschernobyl, Fukushima und die globale Klima- und Energiekrise. Am 15.03.2021 fand der erste Teil dieser Veranstaltung statt. Frau Kotting-Uhl befasste sich mit dem Thema: Wie geht es weiter mit der Atomkraft in der Welt? Und Frau Dr. Clausen stellte die WHO, IEAO und andere UN-Gremien und das Zusammenspiel dieser Gremien vor. Beide Vorträge, ebenso das Grußwort von Professor Dr. Kido und die Diskussionsaufzeichnungen sind auf YouTube zu finden. Heute begrüße ich herzlich willkommen Frau Silvia Kotting-Uhl. Ich denke auch, dass von den Diskutanten der angemeldete Dr. Rainer Gellermann noch dazu stößt. Ich begrüße Dr. Thomas Huck und für Herrn Perli Hubertus Sedebel. Ja, beim ersten Teil sind die Handlungsoptionen aus zeitlichen Gründen nicht mehr besprochen worden. Das wollen wir heute nachholen. Vor allem in der Abschlussdiskussion vom 15.03. wurde mehrfach davon gesprochen, dass man beobachtet, dass immer mehr die Atomkraft als Klimaretter anpreisen und dass man dies auch der Friday for Future-Bewegung schmackhaft machen wolle. Es wurde der Wunsch geäußert, doch gerne gezielt mit Aktivisten der Friday for Future-Bewegung ins Gespräch zu kommen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute einige Friday for Future-Aktivisten begrüßen zu können. Es sind, glaube ich, auch noch nicht alle da, die dann auch sich angemeldet haben, aber diejenigen, die auch ein Kurzstatement angekündigt haben, sind da. Ich begrüße Hauke Schlesier von Friday for Future Braunschweig und Cato Bohlens von Friday for Future Wolfenbüttel. Für heute ist folgender Ablauf geplant. Zunächst soll natürlich Friday for Future mit mehreren Kurzstatements oder mindestens zwei zum derzeitigen Stand der Diskussion innerhalb der Friday for Future-Bewegung zu Wort kommen. Nach den Kurzstatements werden eben die Leute von Friday for Future mit uns zusammen diskutieren, hauptsächlich mit den Diskutanten. Wenn Zeit bleibt, können wir auch die Teilnehmer mit einbeziehen. Für diesen ersten Teil sind 60 Minuten, also bis circa 20 Minuten, eingeplant. Weitere knappe 60 Minuten sind dann für die Handlungsoptionen vorgesehen. Die entsprechende thematische Einleitung kommt dann dazu. So, nun freue ich mich auf die Kurzstatements von unseren und der Diskussion der anschließenden von unseren Friday for Future-Leute. Hauke, du bist dran. Du darfst anfangen. Ja, vielen Dank. Ich würde kurz dieses Statement auch mit einer eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, einleiten. Ich hatte das Privileg, im Jahr 2017 nach Japan zu reisen und dort die Städte zu besuchen, die im Laufe des 2011 Tsunamis, dieses tausendjährigen Tsunamis, zerstört wurden. Und wir haben dort eine Schule besucht und wenn man dort in einen Klassenraum gesehen hat, dann hat man festgestellt, dass die Tische und die Stühle doch genau so standen, wie zu dem Zeitpunkt, als der Tsunami abgezogen ist in manchen Schulen. Und selbst die Uhr an der Wand ist in dem Moment stehen geblieben, als der Tsunami das Schulgelände überrollt hat und auch zu dem Zeitpunkt, wo derselbe Tsunami die Anlage Fukushima Daiichi zerstört hat. Und das hat eine Sache wirklich sehr deutlich gemacht, dass diese Art von Katastrophen plötzlich passieren. Das Einzige, was wir sagen können, ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem solche Ereignisse in den nächsten X Jahren eintreten. Und das ist das Entscheidende. Wir können nicht sagen, wann sie eintreten. Und wir sind quasi so lange sicher, bis wir nicht mehr sicher sind.
Und daraus folgt eine ganz wichtige Sache für unsere menschliche Gesellschaft, nämlich, dass die entscheidende Frage für uns ist, welches Risiko sind wir als menschliche Gesellschaft bereit in Kauf zu nehmen? Und diese Frage, die stellt sich in Bezug auf den Klimawandel. Wollen wir uns den Gefahren von 1,5 Grad aussetzen oder den Gefahren von 2 Grad? Die Frage stellt sich beim Tsunamischutz. Wie viel Tsunamischutz wollen wir haben, um welchen Tsunami noch vermindern zu können? Und die Frage auch der Atomkraft. Wie viele Atomkraftwerke wollen wir haben und welches Risiko eines Atomunfalls setzen wir uns damit aus? Das Max-Planck-Institut hat vor einiger Zeit eine Schätzung gegeben, dass in Westeuropa die jährliche Chance für eine radioaktive Kontaminierung bei etwa 2% liegt. Das ist das Risiko, was für uns mit der Atomkraft hier verbunden ist. Und ich muss Sie, glaube ich, nicht darüber aufklären, was die Gefahren sind von Atomkraft. Das wissen Sie wahrscheinlich besser sogar als ich. Und auch nicht über die schreiende Ungerechtigkeit, die damit einhergeht, dass Atommüll produziert wird, die ja ein generationelles Problem darstellen. Nicht nur für heutige Generationen, sondern auch für viele Generationen in der Zukunft. Und das ist genau auch die Schnittstelle mit dem Klimawandel. An der einen Sache ist es der Müll, den wir in die Atmosphäre blasen. Und in der Atomfrage ist es der radioaktive Müll, den wir seit Jahrzehnten in Deutschland spazieren fahren. Und sie haben aber auch gemeinsame Lösungen. Und zwar können wir beispielsweise mit dem Ausbau der Erneuerbaren sowohl unsere Gesellschaft dekarbonisieren und damit den Klimawandel eingrenzen, aber auch Atomkraft als Energiequelle durch die Nutzung der Erneuerbaren obsolet machen. Das heißt, wir haben ein Mittel zur Hand, was potenziell die Möglichkeit hat, beide Gefahren einzudämmen. Und die Ambivalenz, die bei Fridays for Future Braunschweig liegt, und ich wurde beauftragt, quasi diese Ambivalenz aufzuzeigen, ist, dass wir mit aller Macht, die wir haben, versuchen wollen, diese beiden Krisen nicht stattfinden zu lassen. Die Frage ist, was passiert, wenn weiterhin das Handeln in der Klimakrise fehlt, von der deutschen Gesellschaft, aber auch von Gesellschaften im Rest der Welt. Und es könnte sein, dass wir in diese grausame Situation kommen, in der das Handeln in der Klimakrise weiter vernachlässigt sind und es zu einem Punkt kommt, potenziell, in dem technisch die Ausbaupfade nicht mehr möglich sind, ohne, ob in Deutschland oder anderen Teilen der Welt, wahrscheinlich eher in anderen Teilen der Welt, ohne Atomkraft schwierig möglich ist. Und das ist eine grausame Situation, weil wir gezwungen werden würden, uns zwischen zwei Katastrophen zu entscheiden. Und das wäre, empfinden wir als sehr, sehr schlimm. Und in diesem Punkt können wir keine Aussage treffen, wie wir uns entscheiden würden. Das ist aber auch eine gesellschaftliche Frage und nicht zwangsläufig von Fridays for Future. Aber wir wollen das Angebot machen, dass wir gemeinsam beide Gefahren, für die wir alle stark machen, eindämmen, indem wir die Energiewende im Konkreten vollziehen und damit
die Möglichkeit, dass Atomkraft in Deutschland auf jeden Fall nochmal irgendwie stark wird, auf null zu reduzieren, indem wir die Atomkraft als Energiequelle durch den Ausbau der Erneuerbaren obsolet machen. Und dafür werben wir als Fridays for Future Braunschweig. Vielen Dank, Hauke, für das Plädoyer, das ja ganz in unserem Sinne ist. Aber wir kommen ja nachher durchaus in der Diskussion noch sicher etwas tiefer.